Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Wir verkaufen weiter Holz. Leider. Wir haben noch was zu liegen. Mindestens noch zwei Stück. Zwei Ladungen. Meine ich. Versuchen wir an der Folge zu schaffen. Ja, und dann. Ist ja nichts weiter, ne? Verkauft haben wir bald alles. Bis auf einen kleinen Rest. Ja, ansonsten heißt das nachher fertig machen zum Umzug. Wenn es bis zum Mittwoch die entsprechenden. Ja, entsprechend alles da ist, ne? Was man braucht. Das heißt, dass man sich die Karte runterladen kann. Die Map. Immer schön sagt, dann kann ich mir entsprechend alles nachher Donnerstag, Freitag die Folgen aufnehmen. Aber aktuell ist noch nichts da. Also, wenn es nicht so sein sollte, dann machen wir halt weiter. Im Winter können wir halt nur Forst machen. Die Böden, die werden vorbereitet normalerweise, also man könnte theoretisch den zweiten Tag im Frühjahr Gras mähen und dann aus Gras Prinzip nochmal Weizen, Gerste, Hafer und dergleichen einbringen. Raps und Sojabohnen auch noch, aber Sojabohnen ein bisschen später, dritten oder vierten Tag, weil es dann meist noch zu kalt ist. Mein LKW ist die Bremsen nicht in Ordnung. Ich stelle ja auch meine Bremse drauf. Ja, das sind fünf Stück gewesen. Na gut. Da liegen noch ein paar beim Harvester. Die ganz kurzen kannst du vergessen, da ist. Brauchen wir nicht ranfahren extra. Wenn er mal drauf liegt, ist gut. Und wenn nicht, gut. Bleibt da liegen, das macht den Konto auch nicht mehr oder weniger aus. Liegt der jetzt nicht auf. Ja, dann seid tauschen, ne? Nicht wieder einer so blöd. Gut, mit dem Kran aufladen ist auch nicht so einfach. Immer ganz vorsichtig. Ne? Ist auch eine Wissenschaft für sich. Alles probiert. Dann werden wir garantiert ein paar Tage beschäftigt. Gut, das sollte reichen. Sonst umfallen wollen wir nicht. Unbedingt wieder. Sonst brauchen wir noch 3-4 Radlader unterwegs stellen kann. Und so ist ja auch. Da ist das Sägewerk und die Wälder. Mal gucken, Land. Da wäre noch ein kleiner Wald. Relativ dicht bei. Aber hier. Der wäre genauso weit weg wie der Wald hier. Oder da. Es gibt da im Grunde keine weitere Möglichkeit, Holz zu verkaufen. Weil hier, nee, ist nichts. Der wäre noch eine Option. Das wäre eine Option. Der kostet aber auch. Wäre eine Option, wenn zum Beispiel jetzt keine weitere Version jetzt kommen würde bis Mittwoch.
Wenn Donnerstag, Freitag, bis Freitag würde ich warten. Nächste Woche. Also eine Woche weiter würde ich warten. Aber ansonsten würde ich da nicht so lange warten. Ich meine, ich könnte auch die andere Karte vorher fertig machen, den Marsch. Das Ganze verschieben, das kann ich sicherlich machen. Und dann bis Sonntag warten, das geht auch noch zur Not. Aber ich habe ganz gerne einen festen Rhythmus, dass man sich darauf einstellen kann, ne? Sonst kommen wir ja wieder auf YouTube durcheinander. Wie hochladen, den Datum und. Alter, hört man gar nicht, ne? Also mit Holz würde ich keine Innensicht fahren wollen, weil man gar nicht mal so sehen kann, wie da sie aufschaukelt. Ne? Wieder die gefährliche Kurve. Und Gas wegnehmen. Und die Häuser aufkaufen, die Straße geradeaus machen. Ist ja hier eine Leitplanke. Also die Scheune bald mit dem Arsch. Eine Fuge müssen wir noch schaffen heute. Das kann ich jetzt genau gezählt. Ich glaube, jetzt haben wir glaube ich 150.000 oder so. Weiß ich gar nicht jetzt genau. Drei Fuhren gezählt, das ist die vierte oder die? Könnte die fünfte sein. Kann mir auch um eine ehren. Grunde hat es schon gereicht, wo ich wusste, aha, der Wald hat sich refinanziert. Und jetzt machen wir alles im Plus. Das genügt mir schon. Wenn ein Wald 300.000 kostet, müssen ungefähr 900.000 mal rauskommen. Ungefähr. Sonst haben wir was verkehrt gemacht. Den kleinen Wald bei uns in dem Wege schon gepflanzt haben, neu. Die 200 Stück, die schon schön gewachsen sind. Sind aber noch zu klein. Die so. Das ist ja nicht gut. Komm gar nicht rum. Trau mich gar nicht, die Kurve zu nehmen. Weil das sah so komisch aus. Und wenn die Räder hinten hochgingen. Weiß auch nicht. Also rund 3 Wochen kommt ja das DLC mit Glas und dann kommt nochmal ein Patch dazu. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein Patch kommt, eher gering, außer das Paket, das Glaspaket kriegt auch noch ein Patch. Das kann natürlich sein. Aber der Rest wird dann bald nichts bekommen, wenn nichts Gravierendes ist. Also glaube ich eher nicht, dass was Großes kommt. So, mal sehen, was wir jetzt kriegen. 45.000. Ja, wie gesagt, wenn man mehr auflegen, dann ist es schwierig auch. Aber was wir machen könnten, ist einen zweiten Auflieger kaufen. Das. Aber der hat kein. Der hat kein. Zum Anhängen. Nee. Und haben wir da eigentlich noch was? Forstmaschinen. Das ist der Originalflügel.
Das ist der Autoload, den wir haben. Und die haben natürlich auch Autoload. 20 Meter. Aber ob der wirklich Autoload hat? Steht ja nichts davon, ne? Dann ich habe die Arschkarte, Anführungszeichen. Ah, der kostet ja nicht die Welt, den kaufen wir. Und dann werden wir gleich mal einen LKW ausprobieren. Denn warum sollen wir extra hinfahren? Nehmen wir den, das ist geländefähig. Ja, so schönes Profil. Kräftigen Motor. Gut, kaufen wir. Ja. Stehen lassen. Anderen testen. Könnte natürlich sein, dass wir uns ärgern, das hat nicht funktioniert. Aber schauen wir, ob da jetzt sowas wie Autoload kommt. Und der F1 Hilfsmenü. Das ist nämlich ganz wichtig, also das ist ein extra langer Transporter. Da müssen wir eine extra Runde drehen. Sonst haben wir Probleme. Das ist hier Hof 1. Links. Auch nicht schlecht. Da war auch das Wurzellager gewesen. Also für Kartoffeln, Rüben. Ja, das 20 Meter ist ganz schön heftig. Wir haben ja die Stämme von 11 Meter geschnitten. Könnte man theoretisch ein paar mehr auflegen und dann theoretisch das Doppelte verdienen. So, sieht jetzt stabil aus, aber wie gesagt, Vorsicht genießen. Vorsicht, Vorsicht. Weil das ist mir noch zu früh zu sagen, wir freuen uns drüber, ne? Weil voll beladen ist doch ein anderes Verhältnis als leer ist, ne? Gut, dass der KI-Verkehr aus ist, hier wäre auch so ein schöner Wald, ne? Na, eher davor um den nächsten da, aber mal sehen. Wenn überhaupt, also normalerweise am liebsten immer so, dass wir jetzt sagen könnten, heute letzte Folge in der alten Karte und ab nächste Woche neue Folge, Neustart, komplett, alles mitgenommen, was wir jetzt haben, die Felder, die Maschinen, die Gerätschaften, den gleichen Geldstand, den gleichen Schuldenstand. Tja, und dann wären wir ja season ready, sagen wir so, ne? Aktuell ist ja so, das ist ja noch nicht season ready. Es werden zwar die Felder werden weiß, die
Aber wir werden, wie gesagt, die werden kahl, die werden grün, die werden braun, also laubmäßig. Und aber ich glaube nicht, dass die Straßen jetzt weiß werden oder auf Dächern von Häusern, auf den Häusern Schnee liegen bleiben würde. So, da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Schauen wir, ob wir noch Aufgaben bekommen. Also morgen müssen wir schauen. So, hier war lustig, ich bin aufgeladen. Ja, so Holz kann ich mehr, gut. Da fahren wir gleich rechts vorbei. Wenn wir gleich Platz machen hier. Rechts rüber. Wären wir eigentlich besser dran gewesen, wir hätten erstmal den Pumpen gefräst, ne? So, schauen wir mal. B. Das klappt ja mal ganz gut. Pet, das ist blöde Englisch. Und ich kann keins. Die Stücken sollten maximal 10 Meter sein. Gut, wir haben zwar 11. Wir werden auch wieder abladen müssen. Das ist schon komisch. Da vorne noch ein paar. Ja, jetzt halt wieder oben. Schüttel die Schüttel. Gut, dann machen wir mal fest. So, liebste Frau, das soll es für heute gewesen sein. Wie es denn weitergeht, das schauen wir uns nächste Woche an. Wenn wir Glück haben, nicht. Dann sagen wir Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Und noch einen schönen Tag. Bis, ja, hoffentlich zur nächsten Folge. Ciao. Danke und gleich schauen.